Als ich letztens in Bitgeier auf der Reise war, traf ich plötzlich Maxim Meyer mit dem roten Haar. Und er freut sich ungeheuer, rennt zu mir gleich hin. Liebe Spezi, sag, was gibt's Neues in Wien? Wie geht's der süßen Seraphine? Gut, gut, gut. Und wie geht's ihrer Mandoline? Gut, gut, gut. Wie passen ihr die neuen Blusen? Gut, gut, gut. Kennt noch ein jeder ihren Busen? Gut, gut, gut. Wie geht es meinem Freunde Wenzel? Gut, gut, gut. Wie fühlt er sich als Insolvenzel? Gut, gut, gut. Ich bitte, hören Sie auf zu fragen, was ich tut. Ich kann nur sagen, gut, gut, gut. Hört nicht auf zu fragen und gibt keine Ruhe. Was ich weiß, das muss ich sagen und noch mehr dazu. Alles, was ich zugetragen und was drum und dran, will er wissen und dabei spuckt er mich an. Wie geht's der lieben Tante Rosel? Gut, gut, gut. Und wie dem Präsidenten Bosel? Gut, gut, gut. Wie geht's den Mädchen, die verführen? Gut, gut, gut. Gehen noch dieselben fest spazieren? Neppig gut. Wie stehen die Geschäftsprognosen? Gut, gut, gut. Man macht besonders viel in Hosen. Gut, gut, gut. Ich bitte, hören Sie auf zu fragen, was mich tut. Ich kann nur sagen, gut, gut, gut. Fremden Landschaft interessiert ihn sehr. Seine sämtliche Verwandtschaft, denn sie kommt nicht her. Jeder Mensch aus der Bekanntschaft kommt auch einmal dran. Ich bin fertig, doch er fängt noch einmal an. Wie geht's der schöne Negripola? Gut, gut, gut. Wie riecht der alte Gorgonzola? Gut, gut, gut. Und wie geht's dem lieben Dr. Fischl? Gut, gut, gut. Und wie war dieses Jahr in Ischl? Jut, jut, jut. Wie geht's der reichen Frau Meloches? Gut, gut, gut. Ist noch so mollig ihre Tochter? Gut, gut, gut. Ich bitte, hören Sie auf, sagen Sie zu.